Von Trainingsanzügen, die schon bessere Tage gesehen haben, bis hin zu schicken Vinyl-Catsuits. Wir wollen herausfinden, wie die Schurken von DC in den Comics aussehen, in denen sie immer noch zu Hause sind, und wie sehr sie sich von den Darstellungen auf der Leinwand unterscheiden. Der Joker verfügt über eine ziemlich umfangreiche Garderobe. Batman-T-Shirts? Die trägt er auch in Sean Murphys Miniserie Batman White Knight. Oder einen ärmellosen Arztkittel? Der Joker trug einen in Batman R.I.P. Doch im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich ein zentraler Look. Klassische Anzüge und Smokings in Grün, Orange, Lila und Rot. Zum ersten Mal erschien er mit einer großen Fliege, lila Handschuhen und pomadigem Haar. Obwohl die Künstler oft ein paar schräge Details zu seinem Aussehen hinzufügten, meistens zerzaustes Haar oder übergroße Zähne, neigte der Joker dazu, sich so gepflegt zu halten wie eine Figur aus Downton Abbey. Das moderne Kinopublikum hat drei sehr unterschiedliche Joker vor Augen. Heath Ledgers Clown ist eine kratzbürstige Monstrosität, deren Make-up im Laufe des Films abblättert. Joaquin Phoenix' Darstellung der Figur orientiert sich an berühmten Fernsehclowns aus der Mitte des Jahrhunderts wie Bozo und Howdy Doody's Claribel. Jared Letos dämonisches, wildes Kind tauscht die formelle Kleidung gegen Gesichtstattoos und grelle lila Mäntel über der nackten Brust. Jede dieser Darstellungen erzählt dem Publikum etwas anderes. Letos Joker ist eher ein Mafioso als ein Superhirn. Phoenix Joker ist ein durchgedrehter Jedermann der 1970er Jahre und Ledgers Joker ist eine albtraumhafte Vision des städtischen Verfalls. Doch keiner von ihnen ist so schick gekleidet wie der Verrückte aus den Monatszeitschriften. Einige dieser Filmtypen sind einfach nur schrecklich. Do I really look like a guy with a plan? Die Ausstrahlung von Doomsday wird durch seinen Namen auf den Punkt gebracht. Er ist die Quittung für das Ende von Supermans Abenteuern. Passenderweise ist er am besten als der Bösewicht aus Supermans Tod bekannt. Als Ergebnis der Gentechnik des außerirdischen Wissenschaftlers Krypton ist Doomsday ein grauer Goliath, dessen Skelett durch seine Haut ragt. Die Erscheinung von Doomsday in Batman wie Superman Dawn of Justice war in der Tat eine ganz andere Kreatur. Das Produkt von Lex Luthors Eingriff in den Leichnam von General Zod war genauso groß und grau wie sein Comic-Pendant, allerdings nicht ganz so scharfkantig. Obwohl in der Mitte des Kampfes Knochenstacheln aus seiner Haut hervortraten, war er anfangs nur ein deformierter grauer Klotz. Außerdem entwickelte dieser Doomsday die Fähigkeit, Energiestöße aus seinen Händen zu schießen, nachdem er die Energie eines Atomschlags absorbiert hatte. Der Doomsday in den Comics entwickelt diese Fähigkeit erst nach seinem schicksalhaften Kampf mit dem Outsider-Superteam. Der Doomsday im Film ist eine grunzende, urtümliche Vision von Brutalität, so etwas wie der entfernte Vorfahre der Comic-Version. Die katzenhafte Dame hält sich gern geschmeidig. Die Catwoman aus der Batman-Fernsehserie von 1966 setzte mit glitzernden Accessoires und einer auffälligen Maske einen Akzent auf das schlichte Schwarz. In Batman Returns wurde Catwoman als Großstadtmädchen dargestellt, das in den Wahnsinn getrieben, was durch das sichtbar genähte Flickwerk des Catsuits symbolisiert wird. Halle Berrys Kostüm war zerfetzt, blieb dabei allerdings so dunkel wie die Schatten. In The Dark Knight Rises wurde Catwoman als Einbrecherin in mattem Schwarz porträtiert, mit spitzen Stilettos und Katzenohren an der Brille. Diese Darstellungen sind zwar beeindruckend in ihrer filmischen Vision, verlassen sich aber auf kleine Details, um die schwere Arbeit ihrer Persönlichkeit zu übernehmen. Allerdings hat die Catwoman der Comics eine vielseitigere Garderobe, die von smaragdfarbenen Abendkleidern bis zu königspurpurnen Catsuits reicht. Trotz alledem war die Neugestaltung der Catwoman durch den Zeichner Darwin Cook im Jahr 2001 auf Anhieb legendär. Darin trägt Catwoman einen einfachen Catsuit und eine Kutte mit Katzenohren, die von platten Motorradstiefeln und einer auffälligen Schutzbrille ergänzt wird. Der Anzug ist einfach und bemerkenswert praktisch, doch seine eleganten Details machen ihn zeitlos. Catwomans Geschmack mag extravagant sein, doch wenn es um ihren Job geht, hält sie die Dinge stets praktisch. What are we gonna do? There's not much we can do. That's who I think it is. Der wörtliche Gott des Krieges zu sein erfordert ein beeindruckendes Outfit. Genau das tut Ares in Wonder Woman von 2017. Mit seiner glänzenden Rüstung, dem Stachelhelm und seinem enormen Waffenarsenal ist er nicht gerade subtil. Ares in den Comics macht es genauso. In George Perez' klassischer Geschichte über Wonder Woman und in Greg Rucker's und Nicola Scott's jüngstem Revival trägt er eine dunkelblaue Rüstung, einen gefiederten Helm und einen wogenden Umhang. Es ist weitgehend das gleiche Design wie das, was auf dem Bildschirm zu sehen war. Abgesehen von einem wichtigen Unterschied. In den frühen Comics hat Ares keinen erkennbaren Körper. Jeder Zentimeter Fleisch ist bedeckt, bis auf einen schmalen Spalt in seinem Helm.
Bei einem normalen Menschen würde dies einen Teil der Nase, der Lippen und des Kinns offenbaren. Bei der Comicfigur jedoch ist nur eine abgrundtiefe Dunkelheit zu sehen, die von zwei glühenden Augen durchsetzt ist. War es cool zu sehen, wie der Mann, der den sanftmütigen Remus Lupin spielte, unter einem Helm glühte? Ja. Aber es wäre genauso beeindruckend gewesen, sein Gesicht verschwinden zu sehen, nachdem er seine Verkleidung abgelegt hat. Erinnert ihr euch noch daran, wie die Schurkin von Suicide Squad ein apokalyptisches Portal durch die Künste des aggressiven Bauchtanzes öffnete? Zu Enchantress' Verteidigung sei gesagt, dass man als Jahrtausende umspannende interdimensionale Hexengöttin so ziemlich seine eigenen Regeln aufstellen kann. Das gilt natürlich auch für die Garderobe der Figur, die sich von Lumpen und mattiertem Schmuck zu einem wogenden Zweiteiler entwickelt hat, der von einem mit Runen verzierten Kopfschmuck gekrönt wird. War das ein Outfit für einen ernsten Kampf? Keineswegs. Doch Enchantress Kräfte erlauben es ihr, noch ganz andere Dinge zu tun. Please don't touch me. Please don't touch me. Eingeführt in einer Ausgabe der Strange Adventures von 1966 als die Switcheroo Witcheroo, hat Enchantress viele verschiedene Outfits getragen. Doch alle sind in ihrem typischen leuchtenden Grün gehalten und die meisten haben einen extravaganten Umhang. Ihr vielleicht einzigartigstes Kostüm ist ihr allererstes. Ein klassischer Hexenhut gepaart mit einem Mini-Kleid mit Harlequin-Mustern. Nicht ideal für Suicide Squad, doch perfekt für die schwungvollen 60er Jahre. Dr. Poison ist einer der ersten Schurken von Wonder Woman und einer ihrer furchterregendsten. Eine Prinzessin, die als Leiterin der Giftabteilung der Nazis arbeitet, tarnt ihr Geschlecht unter einem grünen Arztkittel und einer Maske mit schiefen Grinsen. Ihre größte Erfindung war Reverso, ein Gift, das die alliierten Soldaten dazu zwang, das Gegenteil von dem zu tun, was man ihnen sagte. In Wonder Woman von 2017 ist Dr. Poison keine Prinzessin, sie ist nicht als Mann verkleidet und arbeitet auch nicht mit den Nazis zusammen. Allerdings ist sie genauso tödlich. In einer interessanten Wendung wurde die Maske von Dr. Poison als eine Reihe von fleischfarbenen Platten neu gestaltet, die auf ihrem Gesicht angebracht wurden, um die Narben zu verbergen, die die Aussetzung an ihre eigenen Kreationen verursacht hatte. Diese Platten sind nicht nur auffällig, sondern auch historisch begründet. Im Ersten Weltkrieg entstellten Soldaten die Prothesen, was zu neuen Innovationen führte. Dr. Poison war vielleicht nicht das lauernde Gespenst der Achsenmächte, als das sie anfing. Dennoch erfüllte sie das Publikum von Wonder Woman mit einem vergleichbaren Gefühl der Angst. DCs neue Götter übertrafen die konventionellen Vorstellungen von Superhelden. Sie haben fabelhafte Kräfte, extravagante Outfits und verfügen über eine Technologie, die sie durch verschiedene Dimensionen transportieren kann. Steppenwolf ist ein neuer Gott und seine Darstellung in Justice League wurde dem überlebensgroßen Ruf dieser Rasse gerecht. Er war ein CGI-Koloss aus Rüstung, Stein und Stahl. Unter seinem Kostüm sah er seltsam gewachst aus, seine Haut war grau und von außerirdischen Rillen durchzogen. Wenn man da noch zwei knöcherne Auswüchse an seinem Kinn hinzufügte, hatte man einen wirklich furchterregenden Gegner. Der Steppenwolf der modernen Comics ist ähnlich großartig, allerdings war er anfangs nicht so. In der New Gods-Serie taucht er zum ersten Mal in einer grünen, mittelalterlichen Rüstung auf, ergänzt durch einen kleinen Hut, der ihn eher wie Robin Hood als wie einen neuen Gott aussehen lässt. In modernen Versionen ist seine Rüstung jedoch rot und schwarz mit einem Totenkopf an der Taille und roten, clownartigen Streifen auf den Schultern. Im Gegensatz zu dem Steppenwolf aus den Filmen ist seine Comic-Variante jedoch ausgesprochen gut aussehend. Er trägt einen dunklen Bart, der manchmal zu langen Zöpfen geflochten ist. Der Film-Steppenwolf ist völlig unbekannt, während der Comic-Steppenwolf ein Mann ist, der anders gekleidet als Held durchgehen könnte. Als Kind, dessen Kräfte es ihm erlauben, sich in einen schwabbeligen, superheldenhaften Erwachsenen in einem auffälligen roten Anzug zu verwandeln, verkörpert Shazam eine der mächtigsten Fantasien in allen Comics. Sein Erzfeind Dr. Sivana ist dementsprechend kühn gezeichnet. Dr. Sivana, ein kriminelles Superhirn, dessen Liebe zur verderbten Wissenschaft nur von seinem Ego übertroffen wird. Give me your power. Or die. Seine Erscheinung in Shazam ist nicht allzu weit von der Vorlage entfernt. Wie in den Comics wird er als glatzköpfiger, grinsender Mann dargestellt, der böse Absichten verströmt. Doch im Gegensatz zu dem von Mark Strong dargestellten Schurken ist der Dr. Sivana aus den Comics ein kleiner, gebückter Mann mit einem übergroßen Kopf. Seine dicken Brillengläser verdecken seine Augen, die zusammen mit seinem altmodischen Laborkittel nichts anderes als das Bild eines verrückten Wissenschaftlers ergeben.
Wenn man dann noch den teuflischen außerirdischen Wurm Mr. Mind hinzunimmt, mit dem er oft gesehen wird, ergibt das einen Mann, um den man auf der Straße einen großen Bogen machen würde. Ra's al Ghul wurde nicht durch Raffinesse zum Anführer der Liga der Assassinen. Er hat sich über Jahrhunderte hinweg an die Macht gekrallt, ist durch Genialität und Entschlossenheit in die Hallen der Reichen und Mächtigen vorgedrungen und hat Talia al Ghul gezeugt, die selbst zu Batmans größten Gegnern zählt. Dementsprechend macht er auch eine gute Figur. Ra's schmückt sein schurkisches Aussehen mit smaragdgrünen, goldumrandeten Umhängen, kunstvoll gearbeiteten Schmuckstücken und oft mit einem üppigen Fell. Liam Neesons Darstellung in Batman Begins ist eine dramatische Abkehr von dieser üppigen Raffinesse. Dort verschwindet Ra's durch gedämpfte Anzüge und dunkle Trainingskleidung im Schatten. Er ist weniger der distanzierte Herr der tausend tödlichen Hände, als vielmehr die Hände selbst, die versuchen, Bruce Wayne durch Täuschung in ihre Reihen aufzunehmen. You haven't beaten me. You've sacrificed sure footing for a killing stroke. Auch wenn seine zurückhaltende Ästhetik diesem Ansatz durchaus angemessen ist, vermisst man doch die Extravaganz seiner Comicverkörperung. Der Mann, der später Ocean Master werden sollte, wurde zur Macht geboren. Er ist der Typ, der seinen Dreizack gerne als Zepter bezeichnet und sich entsprechend kleidet. Orm trägt eine lilafarbene Schuppenrüstung, einen Helm mit Flossen, der seine Augen mit leeren roten Löchern bedeckt, und einen Umhang, sogar unter Wasser. Das finale Kostüm von Ocean Master in Aquaman ist tatsächlich verdammt nah an dem, was er in den Comics trägt, einschließlich des Umhangs. Allerdings kommt dieses prächtige Outfit erst am Ende des Films während des finalen Kampfes zum Einsatz und geht einer Reihe anderer extravaganter Kostüme voraus. Zu Beginn trägt er eine dunkle Rüstung, die wesentlich voluminöser ist als der schlichte Look, den die anderen Bewohner von Atlantis bevorzugen. Später zieht er eine weitere, ganz aus Gold gefertigte Rüstung an, die von einer Flossenkrone gekrönt wird. Orms Kostüme vermitteln eine ganz klare Botschaft. Ihm muss man gehorchen und er will, dass das jeder weiß. Die Gimmicks der Superschurken sind sehr unterschiedlich furchteinflößend. Manchmal ist es der Joker, die Verkörperung des Chaos, und manchmal eben ein Typ wie Captain Boomerang. Niemand ist wirklich überrascht, wenn er in Suicide Squad einen Typen namens Captain Boomerang in einem abgetragenen Trainingsanzug und einem Trenchcoat mit aufgeschlagenem Kragen sieht, dem ein paar Zähne fehlen und der einige Narben im Gesicht hat. Er ist ein Typ, der es genießt, seltsam und sogar ein wenig abstoßend zu wirken. Die Art von Sonderling, die genau neben Killer Croc und Harley Quinn passt. Captain Boomerang ist in den Comics genauso seltsam, allerdings mit viel mehr Elan. Anstelle eines schäbigen Trainingsanzugs trug er anfangs eine Tunika mit Boomerang-Muster, ein Halstuch und eine flotte blaue Garnisonsmütze. Auch wenn er in den letzten Jahren einen etwas dezenteren Look an den Tag gelegt hat, ist er nach wie vor gut gekleidet und elegant und trägt nach wie vor häufig Boomerang-Muster und ein Halstuch. Er mag zwar seltsam sein, sieht dabei aber gut aus, selbst wenn er seine Teamkollegen mit seiner Rüpelhaftigkeit und seinen Späßen belästigt. Man kann sich nur vorstellen, wie entsetzt der Captain Boomerang der Comics beim Anblick seines kunterbunten Film-Ichs wäre, ganz zu schweigen von dessen Vorliebe für Einhörner.